Das Bewerbungsverfahren war eigentlich relativ simpel. Man bewirbt sich online, ich wurde dann angerufen, dann haben wir ein bisschen geplaudert und dann gab es schon eine erste Runde. Die war in Edelstahl mit meinem direkten Vorgesetzten und mit jemand von der HR. Und die zweite finale Runde war dann hier in Wien, ein bisschen größere Runde mit einem Assessment, einer Präsentation. Und dann ging es eigentlich recht schnell, ja. Als ich die Stelle bei Coca-Cola Hellenic Österreich gesehen habe und mich damals für das Traineeship beworben habe, wurde ich zuerst kontaktiert in einem kurzen Telefonat. Und nachdem ich diese Runde überstanden habe, ging es dann zum persönlichen Gespräch, Selbstpräsentation zu meiner Person und dann aber auch eine Case Study, wo man wirklich hands-on beweisen konnte, wie man Dinge und mögliche Challenges angeht. Ich hatte auch die Möglichkeit, mich persönlich vorzustellen, etwas, das sicherlich auch sehr wichtig ist in der Entscheidung, ob jemand zum Unternehmen passt oder nicht. Wenn es um Tipps zum Bewerbungsgespräch geht, würde ich sagen, bleibt authentisch, einfach mit einem gewissen Hands-on-Mentalität und Bereitschaft, Probleme zu lösen, an die Dinge heranzugehen. Es gibt nicht immer ein richtig und ein falsch. Es gibt nur ein Trial and Error. Ich glaube, das ständig von seinen Fehlern und seinen Handlungen zu reflektieren und davon zu lernen, das ist die Quintessenz. Bei Bewerbungsgesprächen achte ich persönlich eigentlich immer darauf, ob die Person authentisch ist, ob sie mutig ist, ob sie couragiert ist, ob sie von der Persönlichkeit auch zum Unternehmen und zum Team passt. Ich glaube, das ist um einiges wichtiger, als ob man schon jeden Task, der sozusagen auf einen zukommt, erfüllen kann. Wer zum Bewerbungsgespräch bei uns eingeladen ist, der ist gut beraten, sich die Unternehmenshomepage anzusehen und auch einmal wirklich durch die Getränke zu klicken, die wir anbieten, weil da ist neben Coca-Cola, Fanta und Sprite und der Römerquelle sind dann noch sehr viele andere Produkte in unserem Portfolio und hier einen gewissen Überblick zu haben und zu verstehen, wie wir am Markt tätig sind, ist sicher ein guter Weg für das Bewerbungsgespräch. Neben der Produktion gibt es natürlich auch noch andere Abteilungen, die Instandhaltung, die Quality, die Sustainability. Je nachdem, in welchen Bereich man einsteigen möchte, gibt es natürlich gewisse Voraussetzungen. Also für die Qualitätsabteilung ist natürlich eine einschlägige Ausbildung ganz wichtig, auch für die Instandhaltung und ebenso für die Produktion. Aber alles lässt sich vereinbaren mit einem Grundverständnis für Technik und ein bisschen Naturwissenschaft. Berufserfahrung ist natürlich nicht schlecht, aber wir suchen einfach die Leute mit der richtigen Denke und da sind auch Quereinsteiger bei uns sehr willkommen. Sowohl Damen als auch Herren jeden Alters haben wir uns herzlich willkommen. Wir haben aber einige gute Beispiele schon, aber es dürfen natürlich gerne noch mehr sein, vor allem was die Damen in der Produktion betrifft. Um ein Teil meines Teams zu werden oder ein Teil von Coca-Cola Hellenic zu werden, glaube ich, ist es einfach notwendig, dass man wissbegierig ist, dass man offen ist für Neues, dass man interessiert ist und dass man mutig und hands-on ist, um wirklich Dinge anzugreifen und in die Wege zu leiten. Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sehr kommunikativ ist, durchaus sehr geradeaus. Das hilft oft weiter, die Dinge schneller voranzubringen und dynamisch und flexibel und etwas stressresistent sollte man auch sein.